Ich werde überwacht. Es ist ja wieder so schön ruhig. Es ist Samstag, niemand geht zur Arbeit. Fast niemand. Also, es gibt natürlich schon welche. Viele Leute, relativ viele Leute, arbeiten übers Wochenende. Zum Beispiel die, was ihnen nicht reicht. Für die Raten der Abzahlung des Autos, der Waschmaschine, sonstiger, was weiß ich. Neuster Breitbildschirm. Fast so hoch wie breit, nur breiter. Ja, und jetzt, das interessiert ja eigentlich gar niemand, aber jetzt haben wir noch einen neuen Präsidenten. Also, nicht wir in der Schweiz, nein, die drüben, da, wenn man rüberschwimmt, in die USA, nach Amerika, ja, die geben ja auch Zeitungen raus da drüben, da kann man was lesen. Und ich habe mir hier einen Text rausgeschrieben aus der New York Times, habe ihn übersetzt und den möchte ich gerne vorlesen. Trump warnt vor Entmachtung, die Headline. Die Elite habe vergessen, dass nicht sie, sondern das Volk das Sagen hat. Dies sagte der neue US-Präsident Donald Trump anlässlich der Eröffnung eines Balls nach seiner Inauguration vor geladenen Gästen in Washington, D.C. Trump sang in seiner Rede ein Loblied auf Gott und das Volk. Ein bisschen auch auf sich selber. Ach, nur ein klein, also ein klein bisschen. Diese eben Gott und das Volk, diese seien der solide und konstante Wert der Nation. Später meinte er noch, es sei eine Entmachtung der Bürger im Gang. Da mache er, eben Trump, nicht mit, im Gegenteil. Heute gebe ich euch, Amerikaner, eure Macht zurück. Das hat er gesagt. Er hat natürlich noch viel mehr gesagt, aber das stand eben da in der Zeitung. Also irgendwie stimmt was nicht, weil ich dann diese Zeitung hatte vor mir. Also das Weglegen hier und da lesen wir, Blocher warnt vor Entmachtung. Die Elite habe vergessen, dass nicht sie, sondern die Mehrheit der Stimmbürger das Sagen habe, sagt Altbundesrat Christoph Blocher. Er sagt, dass an der traditionellen Albis-Gütli-Tagung der SVP in Zürich. Blocher sang in seiner Rede ein Loblied auf die Bundesverfassung. Sie sei der konstante Wert der schweizerischen Eidgenossenschaft. Später am Abend meinte dann noch der Parteistratege am Freitagabend vor
1200 Gästen, steht hier. Eine Entmachtung der Bürger sei im Gang. Die SVP mache aber nicht dabei mit, den Sonderfall zu Grabe zu tragen. Mag ja sein, Ähnlichkeiten sind immer irgendwie zufällig. Mag ja sein, vielleicht stand das eine gar nicht da, wo ich es hingepflanzt habe. Aber das Unmögliche kann man ja heute wunderbar möglich machen. Und ein Körnchen Wahrheit ist immer dabei. In diesem Sinn, es ist gut. Liebe Debbie, ciao zusammen.